Ja, hallo, jetzt wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Surviving Mars, zum Mars Express DLC. Womit fangen wir denn an? Vielleicht fangen wir damit an, dass ich meinen Plan, jetzt direkt in dieser Folge die Kolonisten rüberzuholen, nochmal ein bisschen nach hinten geschoben habe. Einfach, weil ich gerne hier noch die Forschung haben möchte, die irgendwo hier kommt, bezüglich der Farm, dass eine Farm in einer Kuppel den Komfort für alle erhöht, weil das Problem ist halt, wir brauchten einen Komfort von 70, damit überhaupt hier Geburten stattfinden können. Da stehen wir auch, Geburtenschwelle ist 70 Komfort. Das heißt, wenn wir darunter sind, werden eh keine Babys geboren, und ich befürchte, ohne diesen ohne diese Verbesserung, ohne diese Forschung, werden wir das nicht hinkriegen. Deswegen muss das Ganze jetzt nochmal ein wenig warten. Da wir aber ja sowieso hier im Höchsttempo dran sind, die ganzen Sachen hier freizuschalten. Ich nehme die beiden hier vielleicht nochmal raus und den auch, wie auch immer der zustande kam. So, dass wir die hier machen, und dann geht es hier oben. Da geht es hier oben weiter. Machen wir erstmal die, die in der, direkt in der Nähe von dem Sensorturm hier sind. Ja, genau. So, Sektor ist gescannt. Direkt die nächste Anomalie. Auf geht's. Was haben wir hier? Einsatzleitung Log Nummer 31. Die Resultate der ersten spektrographischen Analyse wurden bestätigt. Wir haben Chrom gefunden. Ein so reiches Edelmetallvorkommen war in der Tat eine wichtige Entdeckung. Das Geologenteam konnte es kaum erwarten, die Proben in die Finger zu bekommen. Doch das hätte das Ingenieursteam daran gehindert, die Materialien für ihre nie endenden Operationen einzuschmelzen. Die Experten in der Einsatzleitung haben sich stundenlang gestritten, doch die Vorgehensweise war klar. Wir können jetzt entweder das Chromvorkommen untersuchen, verringert die Kosten des Ingenieurwesens um 10%, oder das Vorkommen abbauen, tiefliegendes Edelmetallvorkommen. Ich nehme mal das hier, dauerhaft 10% weniger Forschungskosten. Halte ich gerade für sinnvoller. So, das Ding hier oben ist auch schon gebaut. Na, perfekt. Dann haben wir jetzt auch alle elektronischen Geräte, die wir hier so hatten, eingesammelt. Dann schauen wir noch mal. Okay, hier können wir noch einen Schwung Metalle abbauen. Der muss es sein, ne? So. Okay. Ja, jetzt natürlich die Frage, was machen wir in der Zwischenzeit, während wir... Okay, wir haben die nächste Anomalie. Wenn es so weitergeht, haben wir natürlich reichlich zu tun. Einsatzleitung Nummer 36. Der Kunde hat die Anomaliestandort sorgfältig gescannt, konnte dabei jedoch nichts Außergewöhnliches entdecken. Bedauerlicherweise waren die seltsamen Messwerte nur auf einen fehlerhaften Sensor zurückzuführen. Oder doch nicht? Okay. Da hat es eine Drohne erwischt. Ja, besser die Drohne als unser Drohnenhub. Das war knapp. Puh. Da schauen wir mal, ob wir direkt noch eine Anomalie hier finden. Nee. Aber was haben wir hier jetzt? Ach, eine Aussicht. Okay, eine Aussicht. Vielleicht nehmen wir sogar die beiden auch erst noch mal raus. Und machen hier oben weiter. Können wir später immer noch machen. So, Frage ist, was planen wir jetzt als nächstes? Ich hatte schon drüber nachgedacht, noch eine Kuppel zu bauen. Und bin dann eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass es vielleicht ja schon mal eine Idee wäre, so hier in diesem Bereich irgendwo. Oder hier. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hier so, dass wir es von hier aus machen, und zwar hier eine Rampe zu planen.
Muss auch nicht so groß sein. Machen wir mal eine deutlich kleinere und gehen damit von dort aus. Die würde bis nach hier gehen. Dann würde ich es vielleicht eher so in diese Richtung machen, dass wir hier eine Rampe haben, um da hochzukommen. Und das könnte jetzt... Könntet ihr schon mal anfangen. Nichts, was schnell passieren muss, aber etwas, das man schon machen könnte. Metall bringen wir dahin. So, wie schaut's aus? Auch keine Anomalie. Ich gehe jetzt schon mal jede Wette ein, dass es auch hier keine gibt. Aber, oder sogar noch ein Aussichtspunkt. Das wäre dann vielleicht eine ganz gute Touristenkuppel, ne? Ja, apropos zweite Kuppel. Ich stand halt vor der Überlegung, nehmen wir da das in Richtung des Metalls. Oder wird die zweite Kuppel, die wir bauen, vielleicht schon eine, bei der wir hier viel Forschung nutzen? Das heißt, wir würden den und den hier in Reichweite haben wollen und würden das da bauen. Aber auf der anderen Seite könnte man dann auch hier zwei nehmen. Ist auch jeweils 10%. Oder hier 15 und 10. Tatsächlich ist hier doch eine Anomalie. Das ist für ein... Oh, die, ein Durchbruch. Ui, da bin ich aber jetzt gespannt, was da kommt. Durchbrüche ist immer... ja, sehr, sehr spannend. Ja, und wenn man die hier halt nehmen würde, dann müsste man eventuell hier noch ein bisschen was wegreißen. Oder man baut sie doch hier in die Nähe. Das ist halt... dann für jemanden wie mich, der sich sowieso immer schwierig entscheiden kann, ist das so eine Sache, ne? So, könnt ihr hier arbeiten oder braucht ihr Gesteinsabfälle? Brauchen wir hier, okay. Dann würde ich mal versuchen, den so hier in die Richtung zu bringen, dass der beides... Ja, jetzt können wir die erreichen und die kommen da auch hin. Ja, jetzt wird auch angefangen. Sehr gut. Sektor I8 gescannt. Nur Beton, dafür aber viel davon. Okay. Und wir haben einen Durchbruch Schwarmdenken. Die Bewohner der Arkologie erhalten einen Bonus auf ihre Arbeitsleistung, der auf der Anzahl an einzigartigen Stärken und Spezialisierung aller Kolonisten in der Arkologie basiert. Okay, wir haben noch keine Arkologie. Aber wenn wir die mal kriegen, klingt das interessant. Dich würde ich jetzt schon mal grob hier oben in die Richtung schicken, weil irgendwo werden wir da schon noch ein paar Anomalien finden. Hier wird jetzt gearbeitet. Perfekt. Deckungspflanzen, waren das die Nutzpflanzen, die wir bekommen haben? Erhöht die Erdqualität. Also wir hatten bislang ja genommen die Sojabohnen, weil die erhöhen. Und die Kartoffeln machen sie dann ein bisschen schlechter, aber da könnten wir auch... Kartoffeln nehmen. Also wir machen da Deckungspflanzen rein und machen dann immer zwei Durchläufe Kartoffeln. Dann müsste doch... Sektor scanned.
die Bodenqualität auf jeden Fall gut werden dadurch. Die nächste Anomalie. Das ist auch wieder ein Durchbruch, oder? Ja. Meteor shower incoming. Okay, das ist noch eine Zeit hin. Ich hätte so gern jetzt ein paar Anomalien, die uns Forschungspunkte gewähren, dass wir mal große Schritte nach vorne machen. Doof. Doof, dass es gerade nicht dazu kommt. Treibstoff. Wir haben hier 80 eingestellt, ne? Breakthrough discovered. Ich glaube, wir reißen das Treibstoffdepot mal ab, weil das brauchen wir nicht. Wir können ruhig alles, was wir haben, dahin bringen. Und dann ist es gut. Neue Anomalie. Direkt untersuchen und wir haben hier die Kuppeloptimierung. Kuppeln kosten 50% weniger Standardressourcen. Das ist natürlich etwas Schönes, gerade so in Richtung Polymer und so, durchaus hilfreich. Ach so, vielleicht. Ah, jetzt ist es zu spät. Nee, jetzt ist es nicht zu spät. Wir schicken noch mal eine Frachtrakete los. Ich glaube, das waren 30 elektronische Geräte für diese Planetenanomalie, ne? Vielleicht sollte ich das erst noch mal prüfen. Diese hier war das, ne? 30 ist richtig. Weil dann machen wir das erst nochmal. Schicken wir eine Frachtrakete los. 30 elektronische. Nehmen wir davon nochmal 10 mit, weil das wird langsam ein bisschen enger und von denen können wir auch so keine finden. Machen wir es so. Wir packen noch einen Drohnenhub ein. Das ist nie weg. Und dann nehmen wir noch 5 elektronische Geräte mehr mit. Dann haben wir keine Kohle mehr. Aber können dann 2 Milliarden sammeln mit dieser Planetenanomalie und ja, da uns hier, da wir eh noch keine, wow, ist schon fertig? Okay. Anomaly found. Dann fahr du da doch mal hin. Anomalie analysiert. Or at least what's left of it. Wir haben soeben Beagle 2 entdeckt, okay. Ja, auch nicht schlecht. Effekt verringert die Kosten von Robotertechnologien um 10%. Das nehmen wir doch auch mal mit. Sektor scanned. So, jetzt geht's hier gerade weiter. Der Sektor ist auch schon gescannt, nur Wasser. Dann geht's danach hier weiter, würde ich mal sagen. Da sind wir jetzt schon 62%, na gut. Die Rakete ist jetzt bei 20. Das sind alles die Nachteile, die ich genommen habe, verlängern einfach nur alles um ein kleines bisschen, ne? Besondere Mineralien haben wir noch keine und Edelmetalle auch noch nicht. Oder wir bauen hier die zweite Kuppel hin, wo wir dann Metalle und Edelmetalle. Aber wir müssen eigentlich in der zweiten Kuppel, das muss sowieso eine
Produktionskuppel eigentlich werden. Sprich, wo wir Maschinenteile und sowas alles herstellen. Da gibt es jetzt Forschungspunkte, sehr gut. Vielleicht warten wir damit nochmal eben, weil wir sind mit der hier eh gleich durch. Und falls wir dann die kriegen, da die ich hoffe, die wir kriegen, dann können wir besser die Forschungspunkte, die es da dann gibt, dafür direkt verwenden. Das nächste Drohnenhub werde ich dann auch noch nicht bauen, sondern das bewahre ich erstmal auf. Dann zu schauen, in welche Richtung expandieren wir. Ne? Müssen wir hier vielleicht eins bauen oder hier oben oder hier unten oder wie auch immer. Sind ja alles noch Möglichkeiten, die wir in Betracht ziehen sollten. Die marsianische Spur, deine Aufmerksamkeit wird verlangt. Die Kommandozentrale auf der Erde hat soeben ein neues Projekt freigegeben, um unsere Operation auf dem Mars zu erweitern. Der schier endlose Strom wissenschaftlicher Daten, der vom roten Planeten gesendet wird, ist viel zu umfangreich, um selbst von der größten Wissenschaftsorganisation bewältigt zu werden. Der Vorstand unseres Sponsors hat gerade die Entscheidung bekannt gegeben, die Daten an Dritte weiterzuverkaufen. Dazu sollen auf dem Mars abgelegene Übertragungsanlagen errichtet werden. Du hast das neue Spezialprojekt Erkundungsdatenzugang entdeckt. Es kann mehrmals abgeschlossen werden, um Geldmittel zu erhalten. Okay. Research complete. Interessant. So, abgelegene Landwirtschaft erhöhte. Das haben wir jetzt fertig. Jetzt schauen wir mal, was wir freigeschaltet haben. Ah, das ist es, glaube ich. Farmen erhöhen den Komfort aller Wohnräume innerhalb der Kuppel. Das machen wir dann jetzt direkt nach ganz oben als erstes. Untersuchen jetzt die Anomalie. So, dann können wir uns das neue Spezialprojekt anschauen. Das braucht 100 Treibstoff und 30 Polymer. Und wir können damit 750 Millionen. 30 Polymer kosten die 80 oder 90 Millionen. Also man könnte dann netto ein bisschen Geld mit verdienen, aber es lohnt sich eigentlich nicht, solange wir kein Polymer selbst produzieren. Importieren dafür ist... Das ist, glaube ich, nicht die schlauste Idee. So, noch ein Soul bis zum nächsten Meteoritensturm. Der ist hiermit gleich durch. Dann schauen wir mal, wie viel wir schon haben. Darf gerne ein dickes Ding sein. 1000, naja. Haben oder nicht haben. Jetzt auf in die Richtung. Was war denn nochmal das Missionsziel für die zweite Rakete? 30 Kartenanomalien an. Achso, ah, da sind wir ja auf einem guten Weg. Und dann. Ach, das ist gut, dann können wir mit der neuen Rakete können wir dann die Kolonisten ranholen. Das passt doch. Oh, das hier haben wir verpasst. Ja, sogar um Welten, also um viel. Ja, was soll's. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dann würde ich sogar mal das hier mit der niedrigsten Zahl noch weiter nach hinten packen. So. Keine Ressourcen. Gut. So, dann... wir haben auch noch keine anderen Kuppeln freigeschaltet. Meine Überlegung ist halt, packe ich diese hier halbwegs in die Nähe? Und falls ja, wo? Ich würde mal tendenziell sagen,
Hier wäre es ganz gut. Da könnte man nämlich da, wo jetzt die Sicherheitsstation geplant ist, eine Röhre in die nächste Kuppel bauen. Und man hätte hier Platz drumherum, um andere Sachen zu machen. Vielleicht auch noch von hier aus einen Edelmetallextraktor, wobei das egal wäre. Aber die könnten wir schon so hier platzieren. Machen wir es mal so. Allerdings würde ich das Ganze ein- und ausschalten, dass sie noch nicht gebaut wird. Da kann zwar das Zeug hingebracht werden oder hier was weggeräumt werden, aber noch nicht bauen. Und dann könnten wir den Extraktor hier hinbauen, dass der von beiden Kuppeln Personal theoretisch verwenden könnte. Das wäre ja eine ganz gute Geschichte. So, der Meteoritensturm geht los. Ich sehe, ach, hier unten. Okay, da stört er uns noch nicht so wirklich. Gut, dann machen wir jetzt schon wieder Ende für die heutige Folge. Das war so eine kleine Zwischenfolge, die ich zwischen die Kolonisten, also zwischen den Menschen, die wir hier hochschicken wollen, dazwischen schieben musste, einfach weil ich den Erfolg, diese Forschung hier fertig haben möchte. Da fehlt uns noch ein bisschen, aber bin guter Dinge, dass wir das beim nächsten Mal hinkriegen. Vielleicht kriegen wir hier oben auch noch eine Anomalie mit Forschungspunkten. Da sind wir ja recht zügig dann doch auch damit durch. Und ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bitte um euer Verständnis, dass jetzt diese Folge nicht so ganz viel passiert ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.